wo wir jetzt, ich wollte zu diesen deutschlandweiten Aufnahmeeinrichtungen kommen. Warum soll das Aufnahmeeinrichtung heißen, wenn Menschen da nur hinkommen, um mit allergrößter Wahrscheinlichkeit abgeschoben zu werden? Nun, in den vergangenen Tagen und Wochen ist ja viel über Wordings gesprochen worden, wie bestimmte Zentren nun heißen sollen oder nicht. In dem Fall haben sich die Parteivorsitzenden jetzt in der Tat dazu entschlossen, Aufnahmeeinrichtungen, diese Zentren als Aufnahmeeinrichtungen zu bezeichnen. Und es geht ja nun auch wirklich zunächst einmal darum, dass man Menschen, die, auch wenn sie eine geringe Bleibeperspektive haben, zunächst einmal dorthin bringt, sie dort aufnimmt und dann in einem rechtsstaatlichen Verfahren entscheidet, ob sie tatsächlich zurück in ihr Heimatland gehen oder ob sie vielleicht dann doch in Deutschland bleiben. An Frau Wirz, da würde mich interessieren, es heißt ja jetzt, dass Asylbewerber mit geringen Bleibechancen den Landkreis nicht verlassen dürfen, in denen diese besonderen Zentren liegen. Da würde mich interessieren, heißt das, die dürfen sie auch nicht verlassen, wenn diese Menschen freiwillig Deutschland wieder verlassen wollen? Und wie sollen die Menschen wissen, wann ein Landkreis endet? So, also wir sprechen über die verschärfte Residenzpflicht, die in der Tat in diesem Punkt niedergelegt sind, in dem Beschluss der Parteivorsitzenden von gestern. Da kann ich aber im Grunde nur noch mal anschließen daran, was Herr Plate und auch ich anfangs schon ausgeführt haben. Die Details werden natürlich noch ausgearbeitet werden müssen und werden sich dann in einem Gesetzentwurf wiederfinden. Aber Sie können sicherlich davon ausgehen, dass wenn man einen Flüchtling darauf hinweist, dass er praktisch nur in einem bestimmten Bezirk, also in einem bestimmten Bezirk eine Residenzpflicht hat, dass man ihn auch mit Sicherheit darüber aufklären wird, wo dieser Bezirk anfängt und endet, damit er sich sozusagen seiner Grenzen, seiner Bewegungsfreiheit sicher ist. Was die andere Frage, den anderen Aspekt anbelangt, wenn er sozusagen den Bezirk verlassen möchte, um auszureisen, da wird es mit Sicherheit auch entsprechende Lösungen oder Regelungen in dem Gesetzentwurf geben, aber dem möchte ich jetzt nicht vorweggreifen.